Servus Leute, heute möchte ich euch den dritten Teil von Magisterium, der Schlüssel aus Bronze, vorstellen. Ja, es ist ein dritter Teil und wieder erwarten geht die Reihe voraussichtlich weiter. Ja, ich will euch das mal kurz hier vorlesen. Das dritte Schuljahr beginnt tief unter der Erde, treffen Carl, Aaron und Tamara erneut auf einen Verschlungenen. Er erinnert sie an die Prophezeiung, die er bereits im ersten Schuljahr ausgesprochen hat. Und ihnen wird klar, dass schon bald der zweite Teil in Erfüllung gehen wird. Einer von euch wird scheitern, einer von euch wird sterben und einer von euch ist bereits tot. Tja, das ist der dritte Teil. Hier die beiden, der erste Teil und der zweite Teil. Um was geht's hier? Der dritte Teil ist immer so ein bisschen schwierig zu erzählen, denn falls ihr die ersten beiden Bände ja noch nicht gelesen habt, bringt euch jetzt das nicht ganz so viel. Dann schaut ihr lieber meine Buchvorstellungen vom Band 1 und von Band 2 mal an. Für alle, die Magisterium Band 1 und 2 schon gelesen haben, die wissen ja Bescheid. Alle anderen, wenn sie nicht gespoilert werden wollen, am besten wegschalten oder vorher die ersten beiden lesen und dann hier nochmal vorbeischauen. Die drei Freunde, Cal, Aaron und Tamara, und eben der Vater von Cal, haben ja am Ende des zweiten Bands einen sehr großen Erfolg erzielt und ihre Feinde erstmal geschlagen und werden daher ins eingeladen zu so einer wie so eine Art Preisverleihung und so eine Ehrung ins Kollegium, oder wie sich, glaube ich, weiß nicht genau, wie sich das schimpft. Auf jeden Fall werden sie da eingeladen. Und da ist alles da von Rang und Namen und da ist dann auch ein Fest. Aber auf diesem Fest wird dann schon wieder auf Cal ein Mordanschlag verübt. Und auch jemand kommt auch zu Tode. Jemand, der vielleicht hätte verraten können, wer diesen Mordanschlag geplant hat. Wird wieder vom Leben im Magisterium erzählt, von der Ausbildung, der magischen Ausbildung. Und dann geht es eigentlich auch erst wieder gegen Schluss zur Sache. Da ist dann schon wieder ein richtig geiler Showdown. Es passieren viele, viele krasse Sachen zum Schluss. Da geht es richtig Schlag auf Schlag. Und es endet auch so mit so einem richtigen Paukenschlag, will ich mal meinen. Und ich denke, im ersten Moment, wenn man da angekommen ist beim Lesen, ich glaube, da könnten viele Leser sauer werden, weil bestimmte Wendungen eintreten, die vielleicht nicht so im ersten Moment sehr geliebt werden. Also da sind bestimmt ein paar sauer auf die Autorinnen, könnte ich mir vorstellen. Ich will aber gleich hinterher schicken und zu bedenken geben, dass ich denke,
dass die Autorinnen nicht drumherum gekommen sind, das so passieren zu lassen. Denn die Geschichte geht weiter. Es wird einen vierten und vielleicht fünften, sechsten Teil womöglich geben. Und die Geschichte geht eben weiter. Und Cal braucht bestimmte Beweggründe für bestimmte Handlungen, die er wohl in den weiteren Bänden haben muss. Ja, er braucht einen bestimmten Antrieb für seine Handlungen. Und die bekommt er hier in dem dritten Teil geliefert, sagen wir mal so. Das Ganze endet es ist schon heftige Wendung. Also du kommst da an und denkst dir, und dann macht es auf einmal zack, unglaublich harte Wendung und dann ist Schluss. Und dann hast du schon einen massiven Cliffhanger drin. Das ganze Buch hat 286 Seiten. Und ich muss ehrlich dazu sagen, der Anfang war echt toll. Fand ich wirklich sehr gut geschrieben. Das schließt meines Erachtens an den zweiten Teil, der bisher der beste ist. Also klasse erster Teil, wahnsinns toller zweiter Teil. Und der Anfang vom dritten Teil von Der Schlüssel aus Bronze schließt da, denke ich, nahtlos dran an. Also der Anfang. Nur als die Geschichte dann wieder ins Magisterium kommt und zum normalen Schulalltag und so, da verliert die ganze Story ein bisschen an ihre Form. Es wird dann einfach zum so einem richtigen Zwischenband. Ne? Den Autorinnen geht irgendwie ein bisschen die Ideen verloren, weil sie müssen zeitlich eben, und das ist eben immer die Schwierigkeit bei solchen Zwischenbänden, du musst irgendwas überbrücken, du musst Zeit totschlagen, blöd gesagt. Ja? Du hast die Action, diesen Mordanschlag am Anfang, die Ermordung dieses Mädels, ich sage mal Mädel ist es, ja, am Anfang. Dann hast du einen Zwischenteil, der einfach von der Story nicht wirklich viel hergibt. Das ist schwierig und das kommt dann halt einfach ein bisschen daher. Wurde in den anderen beiden Teilen viel besser gelöst, wobei das die ersten beiden Teile irgendwie so ein gemeinschaftlicher erster Teil für mich ergibt irgendwie, obwohl es ja Schuljahre getrennt sind, erstes und zweites Schuljahr sozusagen. Den Schluss von Magisterium, der Schlüssel aus Bronze, finde ich persönlich dann auch wieder wirklich toll. Auch sehr gut geschrieben, spannend geschrieben. Die Story ist plötzlich wieder richtig, richtig geil und mitreißend. Die eine Wendung, kurz vor Schluss, ich war nicht so begeistert, aber ich glaube, die Story, um eben Callum in den weiteren Teilen den Antrieb für seine weiteren Taten zu geben,
hat, glaube ich, das passieren müssen. Und von dem her, mit dem Lachen und mit dem weinenden Auge nehme ich das einfach mal zur Kenntnis. Der Cliffhanger am Ende ist hart, ja. Aber er ist zu verkraften. Also ich habe schon Schlimmeres gelesen. Es ist schon abgeschlossen irgendwo, aber du denkst ja dann, oh Mann, ey, was passiert jetzt im vierten Teil dann? Tja, alles in allem, es ist ein Zwischenband, ein typischer. Der zweite Teil ist eben kein typischer Zwischenband, weil es in der Story einfach volle Kanüle, Full Speed einfach weitergeht und im ganzen Buch eben die Story vorangetrieben wird. Ja, den Speed nimmt der dritte Teil hier am Anfang noch mit, weil eben die Story hier noch im Prinzip noch reinschlittert mit der Geschwindigkeit, in der eben der zweite Teil ankommt oder zu Ende geht. Dann wird allerdings der Mittelteil bedenklich schwach in dem Teil. Ja, er nimmt dann zum Schluss schon nochmal Fahrt auf mit Spannung und mit Inhalt in der Story, kann das aber einfach insgesamt nimmer rausreißen. Und ja, dementsprechend fällt auch meine Bewertung aus. Ich gebe dem zweiten Band hier ja, leider wirklich nur 9 Punkte, im Gegensatz zu den beiden anderen. Denen habe ich, glaube ich, beiden volle Punktzahl, also volle 15 Punkte gegeben. Man hätte vielleicht sogar noch einen Ticken weniger geben können, so leid mir das tut. Aber ja, ich habe dann Gnade walten lassen, weil es ist eben ein typischer ja, Zwischenband, der geschrieben werden musste, sozusagen, um in der Story halt eben voranzukommen. Ich bin mir sicher, in den weiteren Bänden, im Band 4 dann, wird die Story wieder viel mehr Fahrt aufnehmen können, weil einfach wieder Story und Inhalt da ist. Das hat einfach hier ein bisschen gefehlt, deswegen gebe ich nur 9 von 15 möglichen Punkten. Ja, ich freue mich trotzdem, das Buch gelesen zu haben. Das ist nicht übel, also es hat halt in der Mitte wenig Inhalt. Ja, ich freue mich auf den vierten Teil und in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao. Ja, falls ihr die Rezensionen zu Magisterium 1 und 2 sehen wollt, dann könnt ihr ja mal hier draufklicken. Falls euch Lesemonat oder Neuzugänge von mir interessieren, dann könnt ihr hier oder hier mal draufklicken. Ja, ciao.